Wir haben heute in der Wirtschaftskammer das Thema Ökostrom zum Thema gemacht, weil die Wirtschaftskammer ihren Strom nach wie vor auch mit Atomstromanteil bezieht. Und wir als Grüne Wirtschaft wollen hier eine Ausschreibung erreichen, dass der Atomstrom auch aus der Wirtschaftskammer und in allen Wirtschaftsunternehmen, wo die Wirtschaftskammer Mitverantwortung hat, hinauskommt. Das große Thema erneuerbare Energie. Wir denken einmal 10 Jahre zurück, als das so in Anfängen bei uns in Kärnten diskutiert wurde. Seit Fukushima sehen auch Großkonzerne wie die Firma Siemens, dass man, was die Energie anbelangt, sehr wohl neue Wege gehen muss, und auch Großkonzerne beschäftigen sich mit diesem Thema. Nicht nur, weil das ein wichtiger Standortvorteil ist, ein sauberes Land mit einer sauberen Energie, hohe Lebensqualität, sondern es ist eine Frage der Zukunft, wie wir die eigenen Ressourcen im Lande nutzen können. Das ist die Sonne, das ist das Holz, das ist die Bioenergie, und wir haben Gott sei Dank auch Firmen, die sich intensiv mit der Nutzung dieser neuen Energieformen beschäftigen. Auch das Thema Windkraft. Wenn also Kärnten auch nie ein klassisches Windkraftland werden wird, so sollten wir zumindest zeigen, dass auch auf einem schwierigen Standort, und das ist sicherlich Kärnten, dass es möglich ist, Windkraftanlagen zu produzieren auf einem hohen Standard, und wo man beweisen kann, auch auf einem schwierigen Standort können wir Windkraft rationell erzeugen. Auch hier haben wir in Kärnten Firmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Von Seite der grünen Wirtschaft ist es sehr wesentlich, dass man jetzt nach Fukushima die Chance nutzt, auf erneuerbare Energie zu lenken. Und wir müssen sehr aufpassen, dass man da nicht in die allgemeinen Formulierungen gerät, die da immer kommen. Das heißt, das ist die Energie der Zukunft. Ja, das kann man schnell der Kollege Kandel auch schon nicht mehr hören. Das ist nämlich nicht die Energie der Zukunft, sondern erneuerbare Energien sind die Energien der Gegenwart. Wir müssen sie nur noch aufs Dach schrauben. Wir sind da sehr froh, dass die Wirtschaftskammer auf unsere Linie jetzt endlich geschwenkt ist, dass sich die Wirtschaftskammer dem guten Argument fügt. Und wir erleben gerade gestern auch wieder einen Bericht in der kleinen Zeitung, was das Gasdampfkraftwerk in Mellach gerade, was das gerade dort bedeutet. Der Verbund äußert sich gerade, dass in Mellach, da kommt eben ein vergleichbares Gasdampfkraftwerk in Klagenfurt, dass es sich für den Verbund nicht rechnet, diese Stromproduktion. Da ist gerade die Rede von 25 Millionen Euro Verlusten. Da ist gerade die Rede davon, dass man jetzt Graz doch nicht mit Fernwärme versorgen wird, weil man doch das mit Steinkohle irgendwie macht und sich das Ganze nicht rechnet bis 2030 und so weiter. Kurzform denke ich jetzt darum, dass man jetzt die Rahmenbedingungen setzt für den raschen Ausbau der erneuerbaren Energien, dass wir ein Ökostromgesetz bekommen, das internationalen Standards gerecht wird, Windkraft ausbauen auf der Kornel, auf der Betzen, auf dem Dobratsch und vielen anderen Bereichen. Das macht Sinn. Ist Ihnen bewusst, dass 220 Windräder in Kärnten der komplette Strombedarf für alle Haushalte wäre? Wir können im Bereich der Wärmedämmung riesige wirtschaftliche Wertschöpfung erreichen, das wissen wir. Wenn man diese Förderungen gibt, diese 20-30%, das ist in Wahrheit allein durch die Mehrwertsteuer wieder zurückgeflossen. Wir haben heute als Grüne Wirtschaft das Thema Ökostrom aufgegriffen, mit einem Antrag im Wirtschaftsparlament, dass die Wirtschaftskammer und alle nachgelagerten Unternehmungen der Wirtschaftskammer auf saubere Energie ohne Atomstrom setzen. Wir haben in Kärnten auch ein Atomstromproblem durch Importe, und wir sind guter Dinge, dass wir hier einiges bewegen können, dass die Wirtschaftskammer mit Jahresende 2011 ihren neuen Vertrag dann mit sauberer Energie umstellt.